Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den American Truck Simulator in der Version 1.32 Beta. So sieht's aus. Wir haben hier einen Peterbilt 388 und ja, den könnt ihr umbauen in einer Abschleppversion. Diese Version geht in die, ja, für die 1.31. Dafür habt ihr auch noch ein paar Trailer, ja, die ihr denn, oder Fahrzeuge, die ihr dann abschleppen könnt, Busse etc. Und für die 1.32 geht es momentan noch nicht. Ist zwar alles drin, aber es gibt ja auch Leute, die fahren noch die 1.31. Wollte ich euch nur ganz kurz noch sagen, aber jetzt gehen wir doch mal zum Händler unseres Vertrauens und schauen mal an, was wir da alles ändern können. Weil ihr müsst nicht, ja, in der Version fahren. Ihr könnt auch den 388 so nehmen, ja. Und ich muss ja wirklich sagen, irgendwas hat der. Irgendwie so eine australische Version, ne? Kann das sein? Ich glaube, da hat mir jemand mal gesagt, der 388 war hauptsächlich in Australien unterwegs. Naja, gut. Auf jeden Fall kann ich den auch in zwei Versionen. Hier noch mit einer Kabine. Das ist alles so ein bisschen gedrungen, aber ich finde das irgendwie herrlich. So ein kleiner Dickbob, ne? So, jetzt haben wir hier die Version, die ich ja ausgewählt habe. Wir wollen ja so fahren. 370 bis 625 PS. Dann haben wir ja, von 10, 8, 6 und bis 18 Gänge alles am Start. Der Innenraum, ja, für diejenigen, die können auch noch ein bisschen Wurzelholz nehmen. Und dann gibt es noch ein paar Farben, die ich hier zur Auswahl habe. Dann nehmen wir mal hier so ein knalliges Gelb oder so. Nee, so richtig schönes Gelb, genau. Nee, das ist schon wieder zu krass. Das ist wieder... ich glaube, wir nehmen das Gelb hier. Genau. Richtiger Abschlepper. Andere Farben sind jetzt nicht hier, wo hier so ein Abschleppmeister oder sowas dran steht. Maximus, der Abschleppmeister, ist leider nicht vorhanden. So, wir haben schon vorgefertigte Reifen. Da muss ich sagen, ja, geht schon. Wir müssen erstmal die Reifen auswählen und dann können wir hier die einzelnen Komponenten hier auch noch hinzufügen, ne? Also so wie ihr das wollt. So, da hat er hier hinten das erstmal. Dann gehen wir mal weiter. Hier den Bereich, da könnt ihr den Abschlepper runterlassen, aber für die 1.32 ist sinnlos, weil wir da keine Frachten haben. Also jedenfalls, ich habe nichts gefunden. Hier jetzt den Bereich in Rot. Ne? Machen wir wieder zu. Dann können wir hier oben, muss man immer hin und her switchen, könnt ihr die Auspuffanlage noch ein bisschen ändern. Die Rohre, ja, dunkler, die Form, also ein bisschen ist da vorhanden. Hier noch so ein Sonnenschutz. Machen wir das. Hier könnt ihr, das sind so eine zusätzlichen Lüfter, ne? Können wir noch ändern. Ganz viele Versionen, ja, immer wieder abge... Also wir haben die Version, da man verchromt, dann halt der Griff halt, oder der Halter, Chrom oder nicht in Chrom oder nur in Metallfarben. Ja, das könnt ihr eigentlich alles dann selber anpassen. So, dann die zusätzlichen Kühlerfiguren, die ihr rauf machen könnt. Den Kühler könnt ihr auch natürlich in eurer... ja, Versionen hier anpassen, so wie ihr das halt möchtet. Auch hier vorne die Lampen. Und da habe ich mich ja für diese neumodischen mal entschieden. Ja, sieht ja schon nicht schlecht aus. Hier mit Tagfahrlichtern. Und ihr seht schon, hey, 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 was leuchtet hier? Auch hier die Sachen, ne? Da gibt es extra Spots, die wir hier anpimpen können. Da seht ihr, dass die halt noch ein bisschen andere Farben haben. Ja, das finde ich gut. Das gefällt mir ganz gut. So, wir haben jetzt hier die Lampen ausgewählt und jetzt können wir natürlich auch hier unten noch unseren Grill auswählen. Und da muss ich sagen, gefällt mir das ganz gut. Dann kann man hier unten nochmal ein paar Spots reinhämmern. Dann läuft das. So, da haben wir den erstmal jetzt ausgewählt. Innen ist dann halt nicht mehr ganz so viel. Ja, wir können ein anderes Lenkrad machen. Aber sonst ist hier eigentlich nichts zum Auswählen. So, da ist er. Schönes Fahrzeug. Und jetzt hören wir uns mal an, fahren mal ganz kurz. Und ich habe ja gesagt, ich will ja ab und zu mal den ATS auch mal ein paar Mods wieder vorstellen. Und dann machen wir den Motor an.
Machen wir das Licht an. Ja, Licht haben wir ja an. Aber die Spots. Da leuchtet er aber. Da freut er sich, dass er mit dem LKW dann hier irgendwann mal auf die Piste fahren. Da werden wir bestimmt eine Tour machen, um einfach mal eine Ladung abzuholen. So, der wartet auf mich. Achso, war sowieso grün für mich. Ja, sieht schon irgendwie cool aus, wenn der hier so lang fährt. Ich habe hier dieses Ding nur ausgefahren. Ja, schon nicht schlecht. Schade, dass jetzt keine Ladung für die 1.32 Beta geht, aber kommt vielleicht alles noch. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen da oder ein Like oder wie auch immer das alles heißt. Ich mache einen Fisch. Ich sage, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.